Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terror und wir zocken hier gemeinsam Destiny 2. Sicherlich das erste Kapitel. Und ja, wir sind zurückgereist oder eingeloggt. Ha, und hier, jetzt können wir uns eine Reise zum Hof. Hof der letzten Stadt. So, und hier, was ist hier? Kadi 55 bis 30. Poststelle. Da können wir einen Wegpunkt setzen. Die leuchten ja auf. Dann müssen wir wohl hin. Okay, setzen wir mal einen Wegpunkt. Und wir reisen da mal hin. Start, na klar. Spielstart 0. Und so, nun bin ich mal gespannt. Wie lange wir hier fliegen. Wie auch immer. Das scheint wohl immer so der Bildschirm, Startbildschirm zu sein, wenn man sich wieder einloggt, um für euch ein paar Aufzeichnungen zu machen. Nicht nur für euch. Nein, nein, auch für mich, um das hier zu spielen. So, wir scheinen zu fliegen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, wann wir denn da ankommen. Da müssen wir sicherlich erstmal wieder mit den Leuten da quatschen, die ja so geblinkt haben, diese drei Stück. Ja, na, schauen wir mal. Fliegt aber ganz schön lange, wa? Dafür, dass das ein hochtechnologisches Zeitalter ist. Naja. Wenn man wenigstens mit der Maus um das Flugzeug mal so rum Kameraschwenk machen könnte, das wäre noch schöner gewesen. Aber ich glaube, dann würde das Fliegen noch länger dauern. So, willkommen bei Destiny 2. Drücke Enter, um den Textchat zu öffnen. Tippe, um Lokalchat beizutreten. Oh, nö, will ich ja nicht. So, wo ist jetzt unsere Zielmarkierung? Ach. Hola FK. Ah, nee, da ist ein anderer. Da, aber da müssen wir hin. Tudu, guck mal, wir laufen. Ansprechen. Lass dich von dem Ganzen. Die Poststelle. Verlorene Objekte. Druiden der Poststelle kümmern sich pflichtbewusst um Lieferungen, Nachrichten und Fundsachen. Verlorene Gegenstände. Wirnetzhelm. Dämmerlichtbruchstück. Die Präsenz des Bruchstücks des Reisenden in der ETZ hat diesen Stein auf molekularer Ebene verändert. Bring ihn zum Differing Key in Trostland, um den Wert herauszufinden. Und Vorhut-Token des Taktikers einlösbar. Ein Beweis für Tapferkeit bei der Verteidigung der Stadt. Bring das zum Commander Zavala, um deinen Ruf bei ihm zu erhöhen. Kann ich alles nehmen? Okay. Ja, scheint so. Und ein Helm. Bestätigt. Helm, können wir den jetzt aufsetzen? Charakter, muss ich hier den Charakter öffnen? Glaube ich, ne? Jetzt haben wir den Helm, der gibt doch 13, 12, 12, 6, 7, 6, 6. Ja, komm. Oh, jetzt sind wir vom Power 754. Yay! Okay, wir haben es eingesammelt. Wann immer du mich brauchst, Töter. Jetzt sind die nächsten. Das müssen wir mit ihr noch quaddeln. Hallo. Nicht aufwendige Mode. Lass dich von den ganzen Neuerungen nicht ablenken, Hüter. Tess begrüßt dich an ihrem Stand und überreicht dir ein Geschenk, das dir helfen wird, die Festlichkeiten mit Stil einzuleiten. Engram der schönen Erinnerungen. Oh Gott, oh Gott. Ein Engram, das verschiedene Ornamente, Gesten und Accessoires und vorherige Destiny 2 Veröffentlichungen enthält. Okay. Nehmen wir einfach mal. Entschlüsseln. Bitte, Hüter, es ist viel zu tun. Empfehlungen. Festung der Schatten. Kehre zu einem albtraumhaften neuen Mond zurück. Aha. Schade erhalten. Schade erhalten? Schade passen?
das Aussehen von seltenen, legendären und exotischen Ausführungen an. Drücke F1, um den Charakterbildschirm zu öffnen und dein Shader-Inventar anzusehen. Okay, machen wir doch mal. Drücke D, um dein Inventar anzusehen. D. Shader verändert das Aussehen von Sparrows und Geistern sowie von legendären und exotischen Waffen, Rüstung und Schiffen. Ja, können wir den jetzt da reinlegen oder wie? Doppelklick? Nee. Okay. Klingt Suchst zu... du nach etwas Besonderem? Ja, ich weiß nicht, ob ich da was Besonderes suche. Werden wir rausfinden. So, jetzt müssen wir mit ihm nochmal reden, mit Zavala, ne? Oder wer ist das da hinten? Die quaddeln alle so alle mit ihm, oder was? Kommando. Wir können die Dinge verändern. Zavala. Ich weiß es. Aber Moment mal. Nicht zurück zum Einstellungen. Ich hatte doch angegeben, dass... Wir brauchen Schiffe, die das Riff umfliegen können. War das hier? Bei Zaunt? Ich glaube, ne? Das und der Titel. Teamsprachkanal, manueller Beitritt. Na, aus, so. Oder ist das bei Video? Sorry, Leute. Sollte ich vielleicht vorher mal machen. Jeder Tag ist ein neuer Sieg. Lichtschächte, Wind, bla bla. Oder ist das bei Gameplay, ne? Kann das sein? Untertiteloption? Untertitel ein. Ja klar, ist doch, ne? Hm? Untertitel ist ein. Die nächste Bedrohung naht, Hüter. Doch wir werden bereit sein. Na ja, gut. Bist du bereit? Besuche Commander Zavala, Hüter, um dem Vergessen zu entgehen, müssen wir wachsam gegenüber den Feinden sein, die unsere Existenz bla bla bla. Vorhut, Beutezüge bieten spezielle Ziele für Hüter, die beim Spielen wähle Vorhut, Beutezüge vom Commander Zavala, schließe ihre Ziele ab und löse dann die abgeschlossenen Beutezüge ein, um EP und Prämien zu halten. Ist das jetzt nochmal das gleiche, oder? Vorhut Rang 0. Wird dies in einem Strike eingesetzt, erhalten die alle Spieler eine Vorhut geschenkt am Ende des Strikes. Es darf pro Spieler und da fehlt nur ein Geschenk, Verbrauchsgegenstand eingesetzt werden. Ja, gut, ja, 4. Ist durch Ehre gebunden erforderlich. Jetzt ist die Frage, Ruf erhöhen? Vorhut-Taktiker, Belohnung. Tausche diesen Gegenstand gegen Belohnung von Zavala Vorhut Token. Haben wir. Gruppenprämie. Schließe Beutezüge für EP und begib dich. Sag mir, dass es Neuigkeiten gibt. Müssen wir noch irgendwo hin? Ich weiß hier nicht, wie das hier so alles funktioniert. Wir brauchen mehr. Neue Abenteuer verfügbar. Na, geht doch. Schaltet die Kryptarchen hinzu. Wir brauchen Antworten. Jetzt. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin, ne? Zeigt er uns das halt auch an. Kommen wir da irgendwie weiter gerade? Müssen wir mal schauen. Ja, liebe Leute, das könnte ein bisschen dauern, bis ich mich hier so eingefuchst habe. Weil ich nicht wirklich weiß, wo wir jetzt hier hin müssen. Ach, jetzt leuchtet es auf? Das ist doch immer noch der Zavala, oder? Oder? Ja. Ich meine, es ist irgendwie auch ein bisschen ätzend, da die ganzen Leute hier auch noch mit ihren komischen Balken da angezeigt werden. Naja. Ich glaube, ist alles eine Gewohnheitssache. So, Titanfort, Commander Zavala, ja.
Gut, dass du zurück bist. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. So, Beutezüge. In 23 Stunden, also in 24 Stunden. Beutezüge. Beutezüge sind fokussierte Ziele, die EP einbringen. Du erhältst Beutezüge bei Händlern, indem du mit dem Cursor über ihre angebotene Beutezüge fährst und drückst. Okay. Was geht hier? Schließe Beutezüge. So. Bruchstücke. Wird dies Ende... Ja, nee, hat mir ja vorhin schon mal gelesen. Sehr gut. Nur eins möglich, ne? Wahrscheinlich nicht gerade. Einführungsstrikes, besiege Gegner im zweiten Nahkampf. Nahkampfkills 10? Superkills 10? Powerkills 10? Oh man. So, und jetzt? In der Tat. Wo müssen wir jetzt hin? Ikoras neuester Bericht bereitet mir Sorgen. Ich hatte ja keine Ahnung. Wenn ich das mal wüsst. Karte. So, wir stehen hier. Könnte man hier so durchlaufen, ne? Bazaar, was ist das denn für eine? Ada, Anbau, die letzte Stadt. Ada, Kurator, der schwarzen Waffenkammer. Entweder entscheidet sie sich für Tradition oder... Quest. Einführung Strikes, Einführung neue Welten. Reise zur europäischen Todeszone. Hauptquest, neues Licht, erreiche Power Level 770. Verfolgen. Wir können die Dinge verändern, ich weiß es. Und was ist mit hier? Deathwing Key. Kehre dann zu Strikes Playlist zurück, um die benötigten Aufgaben zu erfüllen. Wieder fort bei sie. Reise zur optischen Todeszone auf der Erde und sprich mit Deathwing Key. Was ist das jetzt hier? Strikes abgeschlossen. Können wir da auch nochmal verfolgen? Nicht genug Platz. Du kannst nur drei Objekte gleichzeitig verfolgen. Du musst zurzeit die verfolgen. Bla 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 bla. Ein Sieg ist niemals genug. Der labert auch ganz schön viel Müll am Tag, wenn der Tag lang ist. Ah. Wenn ich mal wüsste, was ich jetzt hier zu tun habe. Zielorte. Was gibt denn hier für Zielorte? Sind die jetzt hier hervorgehoben? Die nächste Bedrohung nach Erde, die Vorzweigste große Story-Mission. Was ist das? Der Turm. Du bist hier. Ich brauche einen Bericht von der Fahrt. Na komm, wir reisen einfach mal hin. Die Schlucht. Oh, die Schlucht. Die Farm. Treffpunkt. Oh, ich bloß in ein Technikcamp. Ganz schön groß, ne? In der Tat. Steht bevor. Öffentliches Event steht bevor. Was ist das? Einsatzgruppe 1 bis 3 Spieler. Kooperativ. Spielersuche. Ich würde ja gern alleine spielen, aber das will er ja nicht. Entdecke die ETZ. Und hier ist Trostland, Landezone. Ja, okay, denn fliegen wir da mal hin. Lass uns mal überraschen. Mann, Mann, Mann.
Ganz schön kompliziert, so auf den ersten Blick. Nächste Woche, ja, alles klar. Die mit der Kackwerbung. Na, bin ja gespannt. Aber ich denke mal, wenn man es öfter spielt, dann sieht man da noch besser durch. Aber so am Anfang ist das immer noch ganz schön verwirrend. Und vor allen Dingen, weil ja auch so viele Online-Spieler da umherlaufen und stehen, dann weißt du gar nicht, wer da wo was ist. Da finde ich das bei Division besser gelöst. Dass es da nur einen engen Bereich gibt, wo man auch andere Mitspieler sieht. Nachtmodus. Der Nachtmodus kann bei deiner ersten Ankunft auf einen Planeten hüpfen sein. Drücke Tab, um ihn zu öffnen. Tab. Nachtmodus. Der Nachtmodus kann dir helfen, Orden. Symbol in der nahegelegenen Kirche auf einen verbliebenen Quest hin. Okay. Esky. Hier zum Orbit zurück, Navigator öffnen. Geht der auch weg, wenn ich jetzt laufe? Dit ist die Frage, ne? Guck mal, wir sind hier irgendwo gelandet. Die alte Erde. Wir sollen jetzt da hoch, okay. Gut, die kennen sie alle aus hier. Die sind hier nicht zum ersten Mal. Die hier umherlaufen. Was ist da oben? Müssen wir da irgendwie hochkommen? Ja, na, gucken wir mal. Uah. So. Sieht so aus, als wenn wir hier hochkommen. Ach hier, okay. Immer wieder schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Warum zeigst du mir nicht? Wo war denn jetzt schon? Ach, Gimpli. Warum zeigst du mir nicht die Untertitel an? Dann machen wir aus, dann machen wir wieder an. Speichert er auch irgendwie? Augen auf. Ewi ansprechen, komm. Mach mal. Was kann ich für dich tun? Irgendwie ist er doch ätzend. Ich habe eingestellt, er soll die Untertitel anzeigen. Aber nein, okay. Entdecke die ETZ. Ah, Hüter, willkommen in der ETZ. Ich kann jederzeit deine Hilfe gebrauchen, um das örtliche Pack in Schach zu halten. Vom Stadtrand bis zur Schlucht treiben sich jede Menge Fieslinge in diesen Hügeln herum. Und vom Stützpunkt der Kabale will ich gar nicht erst reden. Deathream K hält für Hüter, die sich am Kampf um die Rückeroberung der ETZ beteiligen. ETZ Beutezüge, Quests und diverse Belohnungen bereit. Hilf Deathream, indem du das ETZ-Abenteuer ein neues Grenzland abschließt. Und meistere anschließend seine anderen Herausforderungen, um eine neue Belohnung zu erhalten. Nee, ich will hier nicht. Psst. So, haben wir? Einfach jetzt bloß. Escape oder was? Beutezüge? Ruf erhöhen? Beutezüge. Divers. Verfolgt Geist. Na gut, dann lassen wir mal sein. Powerwaffen Skills. Können wir das nehmen oder? Tägliche Wummen. Läuft in einem Tag und schon nach Kauf ab. Nach Kauf? Hallo? Ich will nicht kaufen. Oder haben wir jetzt irgendwas bezahlt? Ich hoffe, es ist dir von Nutzen. Die werden dann immer abgezogen. Mit Glimmer bezahlt man das also. Alles klar. 250 will er haben. Ach komm, hier. So, Terminator. Hier kommen wir nicht hin.
Tausche dieses Gegenstand gegen Belohnung von Differin K ein. Was hat's jetzt gebracht? Ach, hier so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Enthält eine Belohnung für diese Bemühung in der Opium-Tosung. Vorschau. Okay. Können wir jetzt damit was anfangen, oder? Gut ausgeruht. Der EP-Gewinn ist diese Woche für die ersten 5 Saisonränge um den Faktor 2 erhöht. Was ist das hier? Wenn man jetzt wüsste, was das alles bedeutet, nö. So sehe ich aus. Okay. Schließen. Viel Glück. Es ist in gewisser Weise tragisch schön, in Sichtweite des Bruchstücks. Die eiern hier alle umher. Müssen wir hier bloß die Gegner ausschalten, die so sind? Ich weiß das doch nicht. Super bereit. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Halte die Augen offen. Die feiern gerade wissen. Wenn beginnt, optional Glimmer-Extraktion. Was muss ich hier machen? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe da jetzt keine Ahnung, was wir machen müssen. Hä? Habt ihr doch echt, ich weiß es doch nicht. Hier, komm. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hier alle durch die Gegend hier. Na, bist du wieder sterben. Glimmerbergbautruppen. Erledige sie. Ach, das war schon. Hier nur mit Springen und Hüppen zu tun. Uiuiuiui. Und weiter geht's. Oh. Keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade mache, aber wir schießen auch mal drauf, ne? Mir mal durch die Gegend. Ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu... Ja. Gerade irgendwie ein bisschen ohne Sinn und Verstand, das Ganze. Kann ich hier was einsammeln? Bin ich irgendwo gegenlaufen? Bin ich tot? Hüter gefallen. Missgeschickt. Ja, passiert. Wieder Einstieg ist eh. Okay. Irgendwas gewonnen, verloren? Keine Ahnung. Bin hier echt gerade, ja. Das ist zu verwirrend mit den ganzen anderen Spielern hier. Ja, kommen wir da nochmal ein, wenn wir das kriegen sollten. Ach nee, er ist ein Todesstrahl, sicherlich. Keine Ahnung. Das war nicht sicherlich nicht gesund. Ja.
raus. Sektoren besiegt. 3 von 4. Also wir müssen noch 3 zu 7 hier. Der Bohrer ist Schrott. Ha! Wird schwierig, ohne einen Bohrer nach Glimmer zu graben. Gute Arbeit. Es ist schön, euch zu kennen. Und ich kann nur hoffen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Kommt vorbei. So. Das war's jetzt? Was gibt's hier? Soll ich noch was Grünes? Würde mich gerne mal interessieren, was das ist. Spezialmunition. Oh, okay, da ist Spezialmunition. So. So, kommt mal vorbei. Wo soll ich hin? Wieder zu Ihnen in der Kirche oder was? Beutezug abgeschlossen. Generator. Generator. Hm. Also, ja. Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Oh, nee, ich wollte hier. Naja, gehen wir nur wieder zu ihm hoch. Da laufen wieder welche umher. So, ich denke mal, wir müssen wieder zu ihm hoch. Sieht so aus. Sieht so aus. Naja gut, dann gehen wir da mal hoch. Schauen wir mal. Ist auch verwirrend, das Spiel, finde ich. Also irgendwie... Hüte. So mag es ja ganz gut sein, aber ein bisschen durcheinander. So, hilft dir Fremd, indem du die EZ-Abenteuer anmeldest. Haben wir das nicht gemacht? So. Ein neues ganz neues Questschritt. Nötig, um freizuschalten. Und platzieren öffentlich Nervator mit Tab, um die Questmenü zu gelangen. Quest, okay. Wegpunkt platzieren, drücke A, um durch die Quest zu navigieren. Okay. Hm. Entdecke die ETZ und drücke. Habe ich doch schon. Und drücke, bumm, um sie zu verfolgen. Nicht genug Platz. Du kannst nur 3 Objekte gleichzeitig verfolgen. Ja, ja, ja. Was ist das hier? Was denn hier mit? Okay. Ehrlich, ist ein bisschen, ne? Da sollten wir raufklicken, ne? Schnellspur. So, und nun? Was ist das hier? Gefallene besiegt. Aha. Streik abgeschlossen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Echt keine Ahnung. So, und nun? Ruf erhöhen. Ja, toll. Naja, ich weiß, ihr Zuschauer, aber die euch vielleicht... Langsam mit den Raketen, Hüter. Neue Quest, Aktivität verfügbar. Hörst du das auch? Neue Quest, Aktivität... Entweder ist das Spiel so langsam, dass immer so hinterher hängt, dass er dann nach und nach hier aufgeht. Sei da draußen vorsichtig. Ja, schön. Nur eins zur Zeit. Nur ein zur gleichen Zeit möglich. Ja, okay. Hey. Wo war das jetzt nochmal?
Quest drücke. Ah, so. Nicht genug Platz, du kannst nur... Können wir wieder abwählen? Geht das jetzt? Okay. Nicht verfolgen. Nicht verfolgen, achso. Zurücklassen. Ja. Wer ist denn das Ding? Terminator. Die wählen wir mal ab, so. Nehmen wir das nochmal. Ist echt kompliziert. Ich denke mal, wir machen mal kurz. Was gibt es denn noch? Beutezüge? Ja, nee, ist klar. Gutes Gelingen. Und auf bald hoffentlich. Neue Questaktivitäten. Und wo soll ich denn hin? Ich habe hier keine Spur. Komm. Autsch. Entdecke die ETZ. Schließe die Abenteuer. Empfohlene Powerstufe Prämien. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Finden Sie das Banner. Neue Quest. Bla. Regionstruhe verfügbar. Finden Sie das Banner. Hey, untersuchen. Ist ein Gefallenenhaussiegel, aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. In einem der Gebäude. Reicht ja die aus, wenn wir das einmal machen? Zack. Bombe? Oder was war das? Ja, ein bisschen... Ich weiß nicht, bewege mich zu schnell, aber nee, das muss ich ja auch. Ah, da oben. Gut. Na. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Geh doch mal gucken. Da unten? Na gut, dann gehen wir da mal runter. Flop, flop. Gut, wir gehen mal kurz hoch, springen. Haben wir einfach eingesammelt. Geh mal gucken, hat er gesagt. Geh mal gucken, hat er gesagt. Ah, da ist auch noch eine. Gut. Ja, so ist das schon ein bisschen besser, ne? Dann weiß man, wo man hin muss.
nicht so verwirrend. Devrim, weißt du, woher das Symbol stammt? Nein. Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Oder beides. Ja. Sehen wir mal nach. Betritt die Tunnel. Ja, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Damit kommen wir erstmal hier zum Ende. Also, ich bin hilfreich dankbar für jeden Tipp und Hinweis, den wir machen können oder machen dürfen hier. Ja, schreibt es unten in den Kommentaren, wenn es euch trotzdem gefallen hat, diese Folge, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Empfehlt mich weiter und ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut auch mal in den anderen Playlists nach. Also, bis zur nächsten Folge, dann sehen wir uns gleich wieder.